Ja, Freunde, die Kacke ist mal wieder anders am Dampfen. Der Beef, Bösemann, Farid Bang, komplett am Eskalieren. Mittlerweile hat sich Matthias Clemens mit eingeklinkt. Bösemann hat gegen ihn geschossen. Und wir gönnen uns jetzt die Antwort von Matthias Clemens zu den Anschuldigungen. Checkt dabei auch sehr, sehr gerne meinen Bro Big Smoke ab. Er ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Von ihm habe ich diese Videos. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife, auf entspannten, zurücklehnenden Hasen, let's go. Da hat der Böse geklingelt. Und da Matthias Clemens sich eingemischt hatte, verlinkt er noch den Matthias Clemens und schreibt, verkauft dein Zeckenpulver und halt deine Fresse. Oh, Salam alaikum, Bösemann. Ich habe gesehen, du hast mir geantwortet. Da wohnt also nur eine Partei. Auf alles im Leben, links an dem Fenster, wo du klopfst, wohnt eine zweite Partei. Und ich habe hier heute in den Raum geschmissen, einen neuen Vorwurf. Wo ist die Strafanzeige? Ich habe heute erklärt, dass wenn jemand da die Polizei gerufen hat, was du behauptest mit dem Bus, wieso du A, nicht hin bist, sofort filmen, um deinen Hack zu holen, weil das sollte dein Hack sein. Und B, habe ich heute gesagt, egal ob die Nachbarn oder Farid, da die Polizei aufgeschlagen wäre und Farid gesagt hätte, ist nichts, weil du schon weg warst, hätte die Polizei nachträglich in der Öffentlichkeitswirksamkeit eine Strafanzeige gestellt und hätte Farid zur Rechenschaft gezogen, wieso er umsonst die Polizei ruft und die dann auch im Internet verhöhnt. Weil die Polizei wurde dann benutzt als Spielfeld. Und du benutzt die Polizei damit auch als Schachfigur. Das hätte die Polizei sich nicht gern gefallen und müsste öffentlichkeitswirksam gegen dich eine Aussage machen. Guck mal, Bösemann. Und ich wollte eben noch eine Story machen, wo ich sage, ey, tu das zum Beispiel irrelevant. Also du hast mich ja schon als relevant gesehen, du hast geantwortet, okay. Dankeschön, weil ich wollte dir kurz erklären, wenn du für mich nicht antwortest, machst du dich, komm nicht mit diesen irrelevant Filmen so. Das machen viele Leute, die gerade irgendwie ein paar Klicks haben durch Skandale. Im wahrsten Sinne des Wortes gab es ja durch einen Skandal so. Also, Pipi-Mann, ne? Skandal hat ins Klo gepisst. Und auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich habe doch vorhin in meiner neuen Story erzählt, die jetzt nach deinem Posting war, wieso Strafanzeige hätte er gehen müssen beim Polizeieinsatz. Weil die ja, auch wenn sie weggeschickt worden wären, was dann Ausrede sein kann, danach das gesehen hätten, bei dir und bei Farid. Und dann hätten die auf jeden Fall eingeschrieben, weil die sagen, ihr könnt mit uns kein Schach spielen. Wir sind die Polizei Deutschland, wir können uns nicht rufen, wegschicken und dann eure Rapperfilme machen. Das läuft bei der Polizei nicht so. Das musst du am besten wissen so. Weil du ja, wie du selber sagst, von der Straße kommst, das glaube ich auch soweit. Also musst du das wissen. Ich sag dir eins, Junge, du verrennst hier in eine Sache oder hast eine Sache verrannt, indem du dich komplett verbrennst und deinen eigenen Hype, den du hattest, komplett zerstörst. Und ich sag dir noch eine Sache, glaub es mir einfach so. Du sagst, du sollst mein Zeckenpulver verkaufen, kein Problem. Habe ihm, das juckt mich gar nicht. Das ist keine Beleidigung für mich so. So, halt deine Fresse, schlug ich auch noch, aber ich halte meine Fresse trotzdem nicht, siehst ja. Mit mir hast du jetzt auf diesem Spielfeld einen neuen Gegner, so. Und dieses Spielfeld, Beef und Taktik, so. Ich sage jetzt nicht nochmal, ich bin der Allerbeste, bevor so viel wieder mit dem Kopf schüttelt oder so. Aber ich bin sehr gut da drin, so. Ich bin wirklich sehr gut da drin. Und ich bin auch viel geduldiger. Ich bin auch so viel. Das ist halt mein Game, so. Das ist so. Das ist, ich bin für nichts anderes bekannt. Ich kann nur zwei Sachen: Eiweiß kaufen und online, strategisch online Beefs oder durchdrehen. Das sind die drei Sachen, für die man mich liebt und für die ich bekannt bin. Ich kann von gucken gegen Phil Bell, gegen Timo Nico. Hat nur recht. Kopf, live aus dem Kopf habe ich die alle wegrasiert, so. Wenn ich mich in ein Thema reinfuchse, ich gucke mir alle Videos an und alle Widersprüche, so. Bei dir sieht man das so zugeschüttetes Zeug und Halbwahrheiten und. Was heißt Halbwahrheiten? Irgendein dummes Zeug verrennt sich auch so, ich wiederhole es nochmal, mit diesem Natursekt hast du dich voll verrannt, weil ich keine Argumente mehr hatte. Jetzt musst du dich natürlich auch mit meinen Aussagen auseinandersetzen. Wie gesagt, daneben wohnen die Nachbarn so. Ich frage eine Gegenfrage aber. Du sagst, wir gehen das Tor denn auf. Okay, ich spiele mir das Spiel. Frage. Aber du willst jetzt mit mir spielen. Let's go. Du sagst, Fahrrad hat das Fronttor aufgemacht. Wo ist die Logik? Wenn der so tun will, als ob der nicht zu Hause ist, dann macht er auch Fronttor nicht auf. Oder nicht? Dann denkst du, Fronttor geht auf und dann denkst du, oh mein Gott, Frau Bombeke, jetzt tue ich das, wenn ich nicht zu Hause bin. Oder, wenn er zu Hause gewesen wäre. Wieso macht der Fronttür auf? Der hat vorne auch eine Kamera. Ich kenne diese Wohnung. Der hat da eine Kamera und vorne ist auch schon eine Guckkamera. Der kann schon vorne gucken, wer da steht. Dafür ist diese Fronttür da. Dass man quasi ein Eindringling theoretisch, kann auch ein Einbrecher sein, erstmal gar nicht vorne reinlässt. Der macht nämlich Fronttür auf und guckt dann, okay, das ist Bösemann. Der guckt doch direkt die Überwachungskamera. Ich weiß das auch so, dass der die Überwachungskamera guckt. Mache ich auch in einer Klinge zu Hause. Weil, Bruder, keiner hat Bock, der bekannt ist. Guck mal, nochmal Bösemann. Farid ist ein Megastar. Ich bin nur so ein kleiner Star. So eine Eiweißszene. Trotzdem habe ich Wohnungen und Häuser, also eine Wohnung, ein Haus, die so abseits sind, damit keiner bei mir kein jugendlicher Klingelstreich macht, weil mich das stresst. Farid hat ein Haus abseits, damit kein jugendlicher Klingelstreich macht. Glaubst du, dass Farid Bang die Fronttür aufmacht, ohne zu prüfen, wer da steht? Nein. Wieso nicht? Weil es ein Fan sein könnte. Weil es irgendjemand sein könnte, der auf den Sack gehen will. So. Farid hätte keinen Grund, diese Fronttür zu öffnen und danach die zweite Tür nicht zu öffnen. Wenn er aus Angst vor dir, so wie du es beschreibst, nicht geöffnet hätte, hätte er die Fronttür auch nicht geöffnet. Da müssen wir uns doch ganz klar einig sein. Der kriegt doch nicht Angst, erst nachdem die Fronttür auf ist. Weil du behauptest ja das Angst. Ich rede immer aus deiner Perspektive. So, das ist. Es muss ja nicht aus Angst vor Bösemann gewesen sein. Vielleicht aus Angst vor den Konsequenzen, die entstehen könnten. Ich wurde ja gestern von der Polizei angehalten und die waren richtig frech. Das habe ich so in meinem Leben noch nicht erlebt gehabt. Und ihr wisst, ich habe sehr, sehr oft die Polizei in Schutz genommen. Und wenn es mal Fälle gab, habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass das schwarze Schafe sind, dass der Großteil der Polizisten vernünftig zu sein scheint. Ich habe auch sehr viele gute kennengelernt, vor allem während der Zeit mit der Arbeit mit den Pedohunters. Ne, da haben wir ja die Pädophilen der Polizei übergeben und die waren meistens zu über 90% sehr korrekt, sehr cool. Auch so
wenn man Polizisten trifft, ich kenne ja den einen oder anderen, alles Top-Menschen. Trotzdem bin ich gestern zwei Polizisten begegnet, die nicht so top waren, die handgreiflich wurden, jetzt nicht, dass sie mich geschlagen hätten oder so, aber haben meinen Arm gepackt, mir mein Handy entrissen aus meiner Hand. Das seht ihr alles auf TikTok, habe ich da hochgeladen. Ich habe das alles gefilmt zu meiner eigenen Sicherheit. Da hört und seht ihr alles. Waren sehr respektlos, sehr herablassend. Und da siehst du einfach mal, dass es halt auch bei der Polizei Menschen gibt, die, wenn du denen zu viel Macht überreißt, diese Macht ausnutzen und es quasi am Volk, am normalen Bürger auslassen wollen. Die haben es höchstwahrscheinlich nicht nur mit mir so gemacht, sondern auch mit vielen anderen, die an dem Tag angehalten haben. Und die krasseste Schikane war einfach, die haben mich nach Hause gefahren, damit ich denen meinen Führerschein zeige, mich ausweisen kann. Ich hatte nur meinen Führerschein vergessen. 10 Euro musste ich zahlen. Ich habe die Quittung davon noch da auf dem Tisch. Und dann wollte ich mit denen zurück zu meinem Auto, was in der Walachei stand. Die so, nö, wir nehmen sie nicht mit. Sollen sie mich verarschen? Wie soll ich denn jetzt von hier aus dahin? Das sind über 2 Stunden Fußweg. Ich habe hier kein Auto. Mein Auto steht da. Nö, da müssen sie halt gucken, wie sie es machen. Und ja, daran erkennt ihr halt, es gibt überall Arschlöcher. Und worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, in dem Moment, wo die handgreiflich geworden sind, meinen Arm gepackt haben und versucht haben, mir mein Handy zu entreißen, was sie dann auch geschafft haben, weil ich nicht wollte, dass es eskaliert, habe ich meine Hand nicht losgelassen aus Angst davor, dass diese 2 älteren Männer mich vielleicht penetrieren. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte zumindest den einen, der meinen Arm gepackt hatte, wegballern können. Ich hatte Angst davor, dass, wenn das passiert, irgendeine Haftstrafe oder so die Konsequenz daraus sein könnte, obwohl ich mich meiner Meinung nach im Recht befand. Der kann nicht einfach so meinen Arm packen und an meinem Handy zerren und es mir danach auch noch wegnehmen und vorne in seinem Auto verstauen. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Man sieht das ja in meinem Video. Ich hätte Videobeweis auf meiner Seite gehabt. Das heißt, man muss nicht immer aus Angst agieren. Vielleicht hat Farid Bang einfach keinen Bock gehabt, dass es eskaliert, dass es vielleicht Verletzte oder Tote hätte geben können. Man weiß ja nicht, es sind ja krasse Grenzen überschritten worden. Und dann Knast für einen der beiden Seiten. Das kann halt auch ein Grund sein. Das ist Taktik. So können wir auch auf den Punkt kommen. Wir müssen das ja schachfigurenmäßig auch, wir müssen das Schach spielen. Da müssen wir alle Eventualitäten noch in Betracht ziehen. Wieso sollte Farid, obwohl die Kamera auch auf die Fronttür zeigt, diese öffnen? Diese Frage stelle ich dir, kannst du gerne beantworten. Die Fragen werden auch alle beantwortet. Guck mal, ich halte doch nicht meine Fresse, weil ich finde, du hast die Lage übertrieben. Und das ist mein Recht, mich als Person der Öffentlichkeit da einzumischen. Geh auch nicht auf dieses Level bei mir mit halt deine Fresse. Lass uns doch korrekt drüber reden so. Lass uns, ich habe dich auch nicht beleidigt so. Ich habe dich ja nirgends da beleidigt so. Ich habe ja korrekt geredet so. Ich kritisiere dich, du kannst mich kritisieren. Aber lass uns das auch öffentlich austragen und versuchen, die Wahrheit von diesem Hausbesuch auf den Grund zu gehen so. So, ich nehme jetzt halt den Fresser nicht übel so, ich werde jetzt nicht zurückbeleidigen, aber nicht, weil ich dir Angst habe, sondern weil ich erwachsen bin und wir kennen uns nicht, ich habe zu dir keine Bindung, gar nichts so. Müsste mich irgendein Typ, der sich jetzt ein Fahrrad hochziehen will und ich bin jemand, der Fahrrad lange kennt und gut kennt und mag und der sich jetzt da einschaltet so. Auch wenn ich das ein bisschen von der Seite mache, so, ich bin nicht vorgeschickt, ich mache das von der Seite und an alle Reaction-YouTuber, falls das einer reacten sollte, das manche machen, manche nicht, weil meine Stories sind noch schnell offline und ich poste jetzt selber noch online. Wenn ich sage, ja, jetzt bin ich drin, ich habe Kopf oder so und dies und das kann keiner und beef und das ist mein Hauptfach, was ich alles gesagt habe, nimmt das nicht so übel. Es gibt auch andere starke Online-Beefer so, also so mit Streams und so. Ich halte sogar Bushido, obwohl ich ihn gar nicht mag, einen extrem schlauen Strategen, so sehr, sehr schlau. Viele Fehler letzten Jahr gemacht, aber man sieht, Hallen sind voll so. Obwohl ich ihn nicht mag, Respekt an sein Ding so. Ich halte Kuchen, die auf einen sehr eloquenten, relevanten Zerleger so, muss man sagen. Es gibt so mittlerweile viele Accounts ohne Gesicht, hier dieser Mimi. Der Apollo zerlegt hat, übertrieben krasser Zerleger so. Es gibt auf jeden Fall Leute, die vielleicht sogar besser sind oder auf meiner Stufe. Aber so wie jeder Rapper sagt, ich bin der krasse Rapper, ich bin mein krasses Album raus oder ich bin der krasseste das, halte ich mich halt für taktisch einen der besten Beefline in diesem Game so. Er sagt einfach Mimi ohne Gesicht. Damit meint er halt diese Zerstörungsreihe, diese Entschuldigungsvideoreihe zu Apo Red. Gibt es tatsächlich Leute, die nicht wissen, wie Mimi aussieht? Für all diejenigen, die es nicht wissen, hier seht ihr ihn. Wie werde ich Teil der Community? MAZ. D-A-K. Hier. Ich abonniere dich. Jetzt wisst ihr, wie er aussieht. Da ist halt auch ein bisschen Sarkasmus drin. So, es gibt bestimmt. So, ich fürchte mich halt. Ich bin halt auf jeden Fall so weit, dass ich mich mit jedem anlegen würde. Taktisch gesehen. Gar keinen. Wenn ich gerade Bock habe. So, manchmal habe ich Kopf, jetzt habe ich keinen Bock. Wenn ich Bock habe, mach ich das. Jetzt bist du dann böse Mann. Bitte. Übrigens eine Sache auch jetzt an dich, böse Mann und alle. Ich bin jetzt nicht. Guck mal, ich bin Farids Freund. Ich rede dir jetzt Farids Freund. Ich habe diesen Beef am Anfang gar nicht verfolgt richtig und wusste, Farid macht das eh schon. Ich kenne Farid lange so. Und dann irgendwann, wo ich gesehen habe, hier werden Grenzen überschritten, habe ich mich eingeschaltet, okay? Ich gehöre auch nicht zur Partei Roos. Und ich habe nichts mehr was mit Cashmo zu tun, obwohl ich den ganz cool finde. Aber ich habe nichts mit diesem eurem. Ihr habt da so Campbildung da so. Den Camps habe ich nichts zu tun. Und maximal bin ich Camp Farid so. Aber von mir, jeder mit dem, wenn ihr redet ihr mit mir alleine so. Habt ihr auch Streit mit mir, klärt ihr den Streit mit mir so. Ich gehöre zu keiner Partei, die da gerade online schießt. Ich bin für mich eigenständig so. Das Einzige, was ich hinstellen könnte, ist, der ist ein Freund von Farid, so, der mischt sich jetzt ein, okay?
Man macht nicht diese Dings auf mich, der ist jetzt mit dem und der ist eine Schachfigur von irgendwem. Ich bin von gar keinem Schach. Vor allem, Matthias Clemens soll mit Roos sein, Camp Roos, also so ein Bullshit. Falls das jemand erzählt haben sollte, da kannst du nur mit dem Kopf schütteln. Ich meine, eines meiner letzten Videos ist, wo der Beef zwischen ihm und Roos eskaliert ist. Da ist er komplett auf Roos geplatzt, von oben bis unten. Wenn einer kein Camp ist, dann die beiden. Ich bin Matthias Clemens, auch wenn der Beef irgendwo ausbricht, wird er auf meinen Eiern ausgefochten so. Und ich bin einfach Fareds Freund, der da jetzt Licht ins Dunkel bringen will, in einige Sachen, die ich, nachdem ich das lange nicht verfolgt habe, jetzt mich in... Lesen wir uns das mal kurz durch. Welche Logik ist schlauer, meine oder böse Mann? Ja klar, deine, seine merkwürdigen Theorien, schreibt er da als Umfrage. Der postet dann hier so ein bisschen Chatverlauf mit Zuschauern von sich. Dann ist da die nächste Story von böse Mann. Er schreibt, hier habe ich geklingelt, nur eine Klingel, nur ein Name. Das Tor ist aufgegangen, weil entweder dein Kumpel jemand erwartet hat oder die Linse hier nicht funktioniert. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Geh mit dem Stricher spielen. Küss dein Herz. Er hat das extra gemacht, weil hier unten hat der Spielen ja richtig geschrieben, aber... Das ist einfach nur noch herrlich. Okay, der böse Mann, ich habe mir jetzt ausrichten lassen, was du geantwortet hast auf meine Stories, aber nicht auf die von gestern. Auf die Polizeisache bist du noch nicht eingegangen, so. Ich weiß nicht, ob ich wiederholen muss. Ich sage nochmal, wäre er zu Hause gewesen oder der Nachbarn hätte die Polizei gerufen, wieder weggeschickt, wie du das darstellst. Hättest du automatisch Post kriegen müssen für das Friedensbruch oder Fahrrad oder Nachbarn auch Post kriegen müssen, weil dann hätte die Polizei angelogen. Ansonsten hätte er direkt eine Aussage machen müssen, dass du aus Friedensbruch gegangen hast. Heißt also, wärst du da gewesen. Fakt ist schon mal 1000%. Wäre die Polizei vor Ort gewesen, hättest du Post. Das ist schon mal 1000%. Der ist für mich auch 1000%, aber das erkläre ich jetzt danach. Was bist du eingegangen, aber ich will auch, dass du hier drauf eingehst. So. Du gehst hier auf mich ein, so, obwohl du sagst, du sollst mich verpissen, meine scheiß Eiweiß verkaufen. So, mache ich auch. Du sagst, deins ist besser so. Ich habe nichts von dir gesehen an Qualität bis jetzt so. Aber ich glaube, meins läuft etwas besser als deins, aber ist auch kein Problem so. Du kannst manche Sachen besser, ich kann manche Sachen besser. Ich glaube aber, es läuft für mich etwas besser. Guck mal, vorab, ne? Du hast jetzt nicht übel beleidigt, so, deswegen bleib schon noch ruhig. Mich schickt keiner vor, so. So. Fahrrad schickt mich nicht vor und ich muss mein Fahrrad nicht blasen, so. Unser Verhältnis ist eh schon da. Gibt's nichts für mich irgendwie zu gewinnen, quasi. Weil wir sind so eng miteinander oder so gut. Wir sind einfach Bros, so. Also ich muss das nicht tun. Ich muss auch nicht blasen, so. Das Einzige, was ich das mache, ist, weil ich hab Spaß dran und ich finde halt, du hast die Grenze überschritten oder überschreitest die ganze Grenzen, auch in dem Song hast du Grenzen überschritten. Und dann setz mich halt für die Gerechtigkeit ein. Plus ab und zu halt dann einfach noch eine Ashwagandha-Dose in die Kamera. Dann ist das auch gute Werbung für mich. Also ich bin halt auch Profiteur für die Sache. Du profitierst null, weil du wirst keine einzige Dose verkaufen oder keinen Stream mehr machen durch mich. Also du machst vielleicht einen Stream mehr, aber keine Dose. Das heißt also schon mal vorab, sage ich dir, ich profitiere auch noch davon. Dankeschön dafür. Dann aber zu deinem, Klingeldings da so, dass du halt sagst, okay, Tür ist aufgegangen, du weißt, wer die aufgemacht hat, okay, ich erkläre dir genau, wie du beim Nachbar geklingelt hast. Ich nehme das Video nochmal extra, jetzt, bevor ich Story mache, fünfmal reingezogen, wie du dort warst. Ich erkläre die Situation ganz genau. Gehen wir davon aus, der Nachbar kann diese Vordertür öffnen oder die Vordertür geht automatisch auf für den Postboten und danach kommt bei der Haustüren. Das weiß ich jetzt nicht, da müsste ich tatsächlich die Information reinholen. Wo kann ich auch sehen, ich habe keinen Kontakt gehabt jetzt vor der Story. Also ich war länger nicht dort vor Ort und ich habe jetzt keinen gefragt, was ich hätte machen können, wie das mit der Fronthaustür ist. Fakt ist aber, guckt alle das Video auch an die Zuschauer. Du gehst dann in diesen Gang, die Tür springt echt tatsächlich auf. Das ging also so schnell, dass es echt ein Buzzer sein könnte für den Postboten. Es werden noch Memes gemacht mit dem Postboten, aber beiseite damit. Du gehst rein, du klingelst erst nur beim Nachbar. Nur. Bevor du checkst, dass das zwei Haustüren sind. Man sieht das doch im Video. Was ich hier sage, ist doch auf Takten so. Das ist doch im Video. Was du sagst, ist alles auf so kreuz und quer und so mit Beleidigung und hast du nicht gesehen und das ist alles immer so weird so. Du kannst gar nicht so sachlich reden wie ich so. Das kriegst du gar nicht hin so. Du kannst auch nicht so eloquent reden wie ich. Du klingelst erst beim Nachbarn. Man sieht das im Video ganz klar. Der Witz ist sogar, Farid zeigt nur das Foto, wie du bei ihm klingelst. Du selber hast veröffentlicht, wie du beim Nachbar klingelst. Du hast dich doch selber geleakt, so. Das zeigt auch, dass du gar kein Taktiker bist. Und wenn du aufrechterhalten wolltest, dass es keinen Nachbar gibt, dann zeigt euch, wie du erst beim Nachbar klingelst und danach bei Farid. Okay, jetzt kommt der springende Punkt. Hört alle hin im Video. An dem Moment, wo du gegen Farids Tür trittst, bellt dem Nachbar sein Hund. Leute, ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Und ihr wisst, ich liebe Hunde. So. Der Nachbarshund bellt. Du hörst einen Hund bellen, wo du gegen die Tür trittst. Das heißt, du hast die Nachbarn zu Hause. Du hast die Nachbarn aufgescheucht. Komplett unnötig, ekelhaft, macht man nicht. Hat doch nichts mit Detroit zu tun. Da komme ich schnell zu sprechen auf deine Detroit-Filme da. Oder hast du gesagt, dass ich mit in Detroit leben oder mein Kopf wäre Detroit oder ich habe nicht, ich höre nur von Leuten so. Ich gucke das nicht gerne selber. Bellt dem Nachbar seinen Hund. Und ich sage dir 1 zu 1000%, Farid hat auch keinen Hund zu Hause. Hat er nicht. Guck mal, ich will damit nicht da reinziehen, aber ich hatte selber einen Hund, so. Und ich liebe Hunde. Und ich weiß einfach, Farid hat nichts gegen Hunde, aber er ist kein Hundemensch, so. Er wird sich niemals ein Haus, er hat auch kein Haustier, er hat auch keine Katze, soweit ich weiß. Ne, hat er auch nicht. Farid hat keine Haustiere. Farid hat nicht so eine, der mochte meinen Hund auch so. Natürlich, Amino so. Aber selbst da war er immer so beim Streicheln vorsichtig. Farid hat definitiv keinen Hund zu Hause, aber es bellt ein Hund. Wem dieser Hund? Dem Nachbar. Wieso bellt der? Weil du dort klingelst, weil du gegen die Scheibe klopfst und weil du gegen Farids Haustür trittst. Damit ist wieder mal nur bewiesen, du terrorisierst den Nachbarn so. Und nicht Farid so. Du hast also 0,0 in irgendwas beweisen können, dass Farid zu Hause war. A, keine Polizei. Weil die hätte sonst dir und Farid einen Brief geschrieben. Weil hätte dann die Polizei sagen müssen, nö, war ein Fehlansatz. Und danach kommt wieder Aufnahme online. Polizei ist ja kein Affenverein so. Die lassen sich nicht verarschen. Das kostet Strafe. Für Farid, fürs fälschliche Rufen und für dich automatisch Haus Friedensbruch. Hast dich begangen, du hast doch gar nicht dazu geäußert. Du äußerst dich aber nicht zu den Fakten. Also du äußerst dich auf der einen Seite, aber du äußerst dich nicht
zu dem, was ich noch in den Raum stelle, was wichtig ist so, ne? Dass du einfach nicht, also das eigentlich bewiesen ist schon durch meine Aussagen, mit dem Hausfriedensbruch und mit der Fahrt eingekommen mit der Polizei, er die Polizei schon mal nicht gerufen hat, so. Und dass er nicht zu Hause war, ist doch verifiziert, indem er, wo du noch in der Nähe bist, weil du postest ja noch einen Polizeibus, der nicht du zuordnen ist, in der Zeit, wo Vater sein Haus steht und sagt, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Wieso bist du nicht zurückgefahren? Du hättest auch zurückfahren können. Und nochmal, ein normaler Mensch, ich glaube, dass du schlagen kannst. Deine Kämpfe, sagt dir keiner was, grüßt dir keiner was ab. Du bist ein Klopper, bestimmt, 100%. Aber du hast, hättest, wenn du unbedingt es haben wollen würdest, so, hättest du schreiben können bei Instagram, ich bin in deiner Stadt, ich bin auf dem Edeka-Parkplatz, und wenn du da hinkommen müssen, dann hätten wir jetzt den Beweis. So haben wir nur Gelaber, so. Ja. Ich sag mal so. Das muss man dem Matthias lassen, er spricht hart, wo hart ist. Das war auch das, wo ich mich am meisten aufgeregt habe. Farid stand doch vor der Tür, dann hätte man nochmal hingehen können. Okay, vielleicht hat Böse Angst gehabt vor Polizei, die da auf ihn wartet. So hinterhältige Aktionen kann man schon reißen. Wobei ich nicht ausgehe davon, dass Farid wegen sowas machen würde. Aber am Ende des Tages natürlich, man hat da auch seine Zweifel etc. Aber wenn man sich wirklich treffen will, wenn man jemanden wirklich packen will, dann passiert das auch. Dann führt da kein Weg dran vorbei. Sage ich euch ehrlich, wie es ist. Vor die Haustür gehen, ist einfach ein Deutschland, ist einfach ein Weltgesetz, sodass das keiner macht. Man macht das einfach nicht. Man macht es einfach nicht. Das ist auch nicht Detroit oder irgendwas. Ich kann dir auf schnell mindestens 5-6 Fälle nennen, wo Leute durch die Haustür geschossen haben, jemand gestorben ist, die ich nicht nennen will. Aber ich kann dir einen Fall nennen, weil das ein Doku ist im Fernsehen. Da ist ein Rocker, den bestimmt viele kennen auch. Ich kenne auf jeden Fall viele Jungs von dem. Der hat durch die Haustür einen Polizisten erschossen, weil er dachte, dass es eine gegenüberliegende Truppe ist, so. Und er hat einen Freispruch bekommen. Wieso? Notwehr. Wenn du in deinem eigenen Haus bist, jemand klopft an deine Haustür und dein Haustür aufheben oder irgend sowas, darfst du durch die Haustür schießen. Und du kriegst dafür Notwehr. Das ist einfach ein Fakt. Das ist einfach ein Fakt so. Und sogar ein ängstlicher Mensch, weil du fragst ja, ob ich die Eier dafür hätte, da will ich gar nicht reden so. Ob ich das machen würde oder nicht, würde ich dazu reden. Und dieses, angeblich hast du gesagt, hat er wohl eine Waffe zu Hause? Das ist schon ein heimliches Ding übrigens. Das ist der Versuch, bei mir eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Das ist total ekelhaft so. Das ist komplett, boah, das ist schon richtig so. Das machen Straßentypen auf gar keinen Fall so. Weil dieses im Internet zu reden, ist ja mir in den Schuh geschrieben, hat er eine Klare zu Hause? Aber guck mal, so ein Scheiß äußert auf so einen Unsinn, so einen Kindergarten mit Detroit, das gehe ich gar nicht ein. Wie gesagt, du kommst doch aus dem Milieu, sagst du, ich kenne viele Milieuleute und ich kann dir auf die Stab 5 Fälle sagen, wenn wir jetzt privat reden würden, wo das einfach Fakt und so passiert ist so. Und es gab auch immer einen Freispruch so. Heißt also, und nochmal, was ich dir noch sagen wollte, du musst kein Detroit-Gangster sein, das zu machen. Du kannst auch ein ängstlicher alter Opa sein so. Ich schwöre. Stell dir mal vor, du bist, keine Ahnung, bist 80 Jahre, du hast einen Schrotflint noch zu Hause, keine Ahnung, aus dem Krieg oder von der Jagd. Nein, das klopft bei dir vor der Haustür nachts so. Was macht der? Macht der alte Mann, bam, schießt durch die Haustür. Natürlich, das ist nicht nur eine Gangsteraktion so. Das ist eine ganz normale Notwehr. Eine Gangsteraktion ist, wenn du einen Drive-By machst, einen Abknall so, mit einer Pumpgun, einer Uzi, das sind für mich die Detroit-Filme. Vor der Haustür Notwehr zu begehen, so, ist doch normal. Du bist zu Hause, der denkt, das ist ein Einbrecher, du bist stärker. Und ich habe doch eben zu dir gesagt, du kannst dich ja fetzen so. Also, dass du dich ein bisschen boxen kannst, haben wir im Internet noch gesehen. Das spricht dir doch gar keiner ab. Ja. Damit machst du es auch noch potenziell gefährlicher, dass einer durch die Haustür schießt, weil er denkt, okay, besser schießt als er schießt. Aber beiseite mit diesen Detroit-Filmen so, das ist einfach kindisch so, das ist einfach so rausreden, sich lustig machen, auf die Fakten nicht mehr eingehen. Geh doch einfach auf die Fakten ein, wieso es keinen verifizierten Polizeieinsatz gab, wieso die Spanne, wo du noch im Dormagen warst und bevor du sein Haus stand, sagt, komm, keine Polizei vor Ort gewesen sein kann und wieso nicht zurückgefahren bist. Das sind doch die Fakten so. Das sind doch die reinen Fakten, auf die du eingehen musst. Und auch, mach das doch mal sachlich so. Du verkaufst dein Recht mit diesem, dies, das. Ich hab gehört, du hast nicht richtig beleidigt, aber so ein bisschen so auf hämisch so. Du verkaufst dein Recht so. So, wenn es richtig beleidigt, dann kann sein, dass ich platze. Aber ich bleib extra Beherrschung, um dir zu zeigen, wie man Schach spielt so. Also wie man auch das Puzzle löst. Wir wollen doch nur dieses Puzzle lösen so. So. Ich will dir gar nicht so dir eine Herausforderung stellen. Und ob du stellst ja meine Kredibilität oder Realness in Frage. Bestimmt haben wir gemeinsame Freunde. Ich bin mir sehr sicher, dass du Leute kennst, die mich kennen. Frag einfach nach. Frag einfach nach. Matthias, ciao, ein Lutschau, das wäre schauen, schon der Typ. Das kannst du ja nachfragen so. Weißt du, meine? Du kannst ja irgendwo dich informieren, Leute, die mich kennen. Aber ich nutze mich nicht. Die Szene ist klein. Wir kennen schon gemeinsame Leute. Vor allem, ich hab dir nicht mal seine Ansage gemacht, so. Ich stelle mich nicht mehr sehen auf Rambo oder so. Ich bin doch einfach so, gerade nur verbal, am Schachspielen, so. Ich will doch nur wissen, was du da, also, ich werf dir doch nur vor, guck mal, sowas macht man nicht. Als Straßentyp kennst du diesen Kodex, man macht's einfach nicht so. Vor allem, du hast den Nachbarn Angst gemacht, so. Die Nachbarn waren zu Hause, der Hund hat gebellt. Das macht man sowieso nicht. Du hast doppelt Eid gemacht. Du hast diese Grenze überschritten, vor einem Mann sein Haus zu gehen, wo seine Frau sterben könnte, seine Kinder, was jeder weiß. Und du hast dann nochmal eine Grenze überschritten, hast bei den armen Nachbarn klingelt. Vielleicht haben die heute noch Angst, so. Und wahrscheinlich muss Vater die beruhigt haben und sagen, ey, alles gut, war ein Klingelstreich, so, macht euch keine Sorgen. Das sind ältere Leute, so. Ich war schon da vor Ort, ich kenne die Situation. Und man sieht doch auch, nochmal, wenn du mir Lüge unterstellst, guck dein eigenes Video, du hast dich selber geleakt. Du klingelst erst links. Du wartest, nichts passiert, dann gehst du über Fahrrad. Das ist ein Fakt. Mehr muss ich nicht sagen. Ey, ich muss einfach bei dieser Szene, wo er gerade gesagt hat, vielleicht war das ein Klingelstreich, an die ganzen Memes denken, die auf TikTok hochgeladen wurden. Das war so gottlos, was sie da gemacht haben, oder? TikTok ist echt so eine ehrenlose Plattform, aber irgendwo auch lustig. Ich erwarte eine ordentliche Antwort so, eine sachliche Antwort und eine durchdachte Antwort und nicht mehr so eine komischen Bluff-Antworten da, die du raushaust, mit denen du dir immer nur weiter und weiter ein eigenes Tor schießt. Das war aber nicht alles. Ihm wurde wohl geantwortet per Livestream, irgendwie sowas. Und da haben sich auch andere Leute mit eingemischt, zum Beispiel Ali, Attila und halt die komplette Bubble vom Bösemann, fingen an, glaube ich, schlecht über ihn und Sekt Plus zu reden, weil er irgendwie jetzt Partei ergriffen hatte für Farid.
unbedingt für die Bubble an sich, wobei ich gar nicht weiß, wie diese Bubble da aufgebaut ist, die Gegenbubble zu Ali und Co., weil da sind die auch irgendwie alle untereinander verfeindet, die schießen alle irgendwie auch gegeneinander, so richtig komisch. Und ja, schauen wir uns mal an, was dabei rausgekommen ist. Ich habe eine Antwort bekommen auf meine Fragen, aber keine, die ich gucken konnte, weil das irgendwie ein Stream ist mit anderem. Der 1 Stunde 20 dauert und so. Und irgendwie muss ich mir den morgen erstmal in Ruhe angucken, dann kann ich antworten. Ich habe kurz reingeguckt, aber ich muss da stellen, der Besuchung, wo es um mich geht. Da geht es ja um 1000 Sachen und so. Ich kann nur eins sagen, ich habe den Anfang geguckt, dann finde ich ein bisschen zweifelhaft schon mal. Aber was ich noch zweifelhafter finde, ist doch, ich rede doch hier die ganze Zeit mit Bösemann. So. Wieso ist das jetzt so? Also ich habe das jetzt so verstanden zumindest, dass Bösemann dann später da anruft und später da was zu sagt, oder nicht? Also, oder ich habe das ganz geguckt, also ich kann nicht ganz sagen, ich muss das morgen in Ruhe gucken. Wir haben jetzt kurz vor 5, ich war die ganze Nacht unterwegs, deswegen will ich nichts Falsches sagen. Ich muss das morgen einmal studieren, dieses Video, dann will ich was dazu sagen. Nur Fakt ist einfach, ich habe doch gesagt, ich rede ganz allein, ich gehöre nicht zum Camp von Roos oder zu irgendeinem Camp. Wieso macht ihr jetzt diese Camp-Bildung da? Könnt ihr nicht für euch alleine sprechen und so? Ist viel einfacher. Also ganz kurz, ich werde auch ein bisschen durcheinander, ich muss das morgen in Ruhe gucken. Also die Infos von gestern, wo ich drauf eingegangen bin, waren ein Telefonat zum Typen, den ich nicht wirklich kenne, so irrelevant so. Wo ich dann die Reaktionen von Bösemann rausziehen musste, um darauf zu antworten. Heute kommt ein Video von so einem Typen, den ich gar nicht kenne online, und muss jetzt darauf antworten, das dauert eine Stunde 20 oder so, das muss ich morgen in Ruhe gucken, damit ich das überhaupt verstehe. Und da wird Bösemann dann zwischendurch anrufen und seine Meinung sagen oder wie. Und gegen mich schießen oder so. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn man sich jetzt nur den Anfang anguckt, wo dann irgendwie zwei Stories reacted werden, die aber keinen Sinn ergeben, die wird dann direkt abgekochen und dann werden irgendwelche Briefe vorgelegt, die nicht verifiziert sind. Und dann wird dann ein Telefonat erzählt, was eigentlich verifiziert sein sollte, aber man sagt einfach, den Inhalt werde ich euch jetzt nicht sagen, weil dann glaubt ihr mir eh nicht. Also nichts ist bisher davon, was ich jetzt gesehen habe, diese 3 Minuten, verifiziert. Und auf meine Story wurde von dieser Person, die ich nicht kenne, auch gar nicht eingegangen so. Und die Frage ist halt, wann, ich muss das morgen gucken, um zu wissen, wann Bösemann da einschaltet. Faktum ist, das ist ganz schwach so, das ist ganz schwach, weil ich die ganze Zeit für mich alleine spreche so. Ich sogar nicht mal Infos internes gesammelt habe, sondern einfach analysiere von außen. Und Bösemann konnte sich dagegen gar nicht wehren, ist voll in Bedrängnis geraten, das hat ihn auch voll getriggert. Und jetzt zieht er dann irgendwelche 1000 Parteien mit rein. Ist das so, ich kann allein nicht gegen Matthias argumentieren, so, ich brauche jetzt hier einfach Unterstützung, wahi, oder ist das jetzt, ist das jetzt so ein False Flag, oder wie soll ich das verstehen? Also müssen wir an dich gerichtet nochmal, du wirst jetzt wieder gucken, du machst dich damit für mich sehr unauthentisch, ehrlich gesagt, so, und ja, ich muss mir halt den Quatsch da morgen reinziehen, und die ersten paar Minuten, wie gesagt, sind für mich nicht schlüssig, und ich werde keinen von links oder rechts ziehen, so, aber ich werde das ganz durchgucken, dann werde ich mal rumtelefonieren, vielleicht mit anderen Infos einsammeln, weil ich rede die ganze Zeit analytisch als wie als Zuschauer, so. Dann muss ich halt mal den Fahrer kontaktieren und fragen nach Hintergrundinfos, falls das irgendwie noch weitergeht. Falls da jetzt noch weirdere Aussagen getroffen werden, so, als das, was ich schon sehe, ist schon weird, so für mich. Also da gibt es irgendwie 2 E-Mails, die sind nicht verifiziert. Das ist auch nicht, man kann daraus gar nichts erkennen, außer, dass das könnte wirklich jeder fälschen, so. Und dann wird von einem Telefonat erzählt, wo man aber nicht sagt, was man gesagt hat, so. Das ist für mich nicht wirklich schlüssig bis jetzt. Und wie gesagt, ich werde keinen von links oder rechts ziehen. Maximal werde ich den Weg gehen, dass ich mich mal mehr Informationen, nochmal mehr Informationen sammle von hinten, was noch so mir helfen könnte, meine Schachfigur aufzurichten und so. Aber wie gesagt, der Anfang ist mir für mich auch unwichtig, jetzt bin ich auch schon alt. Mir geht es ja vor allem darum, was ein Bösemann anruft, er dann zu sagen hat. Und das muss ich halt morgen in Ruhe gucken, dann werde ich darauf reacten. Aber dann, also über Instagram werde ich darauf reagieren. Ansonsten bis jetzt immer noch alles, was ich gesehen habe, ich habe ja fast nichts gesehen, aber was ich in den letzten 4 Tagen gesehen habe, alles beweislos und eine Sache noch. Da, wo der Polizeibus fotografiert wurde, habe ich geguckt, ist genau die Polizeiinspektion Dormagen. Fakt. Da ist die Intuition, wo der Bus, also ganz komisch ist, genau wo der Bus fotografiert wurde, das ist 3 Kilometer von Fahrels Haustür weg, ist die Polizeiinspektion. Das heißt also, die wären 1 Minute bei dem gewesen so, und der Bösemann muss ja länger vor Ort gewesen sein, nachdenken. Ich sag euch ehrlich, selbst ich bin maximalst verwirrt, aber ich versuche es kurz zu erklären. Bösemann hat ja ein Bild gepostet in seinem Statement-Video, wo man sehen konnte, beziehungsweise ein Stück eines Videos, wo man Polizeiwagen dort sehen konnte, so ein Bulli. Und es hieß dann, Polizei wurde gerufen. So, man weiß aber nicht, wer die Polizei gerufen hat. Ich hatte irgendwie mitgekriegt, dass Ali Osman irgendwie als Journalist bei der Polizei sich gemeldet hat, die dort wohl vor Ort zuständig sein soll. Und die haben ihm bestätigt, dass es dort einen Polizeieinsatz gab. Das war quasi so der Beweis dafür, dass Farid die Polizei gerufen haben musste. Ob es jetzt Farid war oder sein Manager, weiß ich nicht genau, weil Bösemann meinte ja irgendwie, der Manager hätte Andeutungen gemacht, dass er gerade die Polizei ruft, weil ihn hat der ja Auge in Auge gesehen. Und da wissen wir auch bestätigterweise, dass er tatsächlich bei dem Manager vor dem Haus war und dass er nicht nur den Manager, sondern auch den Vater irgendwie gesehen hatte. Und ganz, ganz komische, weirde Situation, ne? Wo ich direkt sage, ey, sowas muss nicht sein.
hat man definitiv Grenzen überschritten. Aber das ist so der Zusammenhang des Ganzen. Und jetzt versucht Matthias Clemens gerade zu erklären, warum da die Polizei nicht benachrichtigt wurde. Und zweitens, der Bus ist wahrscheinlich einfach zur Polizeistation gefahren. So. Weil es da, wo der Bus fotografiert wurde, ist die Polizeistation Dormagen. Und das weiß ich, weil mir das heute einfach ein Follower aus Dormagen geschickt hat. Und mir die Grafiken von, Google Maps geschickt hat. Und mir erklärt auch, wo Fahrrad wohnt, wie weit das ist, wo die Inspektion ist und so. Und damit ist das alles ein bisschen wieder merkwürdig so. Also es tauchen immer mehr Verdächtigungen auf, dass alles nicht so war. Statt dass Beweise kommen von der Seite von Bösemann, dass es so war. Es wird immer wilder. Ich muss den Fahrrad mal fragen, ob ich mal vor Ort fahren darf, so. Darf ich bestimmt. Dann fahre ich die Strecke mal einfach selber ab, so und film das so ab, ob das so gewesen sein könnte überhaupt. Das wird euch eine Möglichkeit. Denk schon morgen nach. Zum Titel kann sein, dass ich dumm bin, so, oder der Titel ist dumm gewählt. Aber es steht Matthias Clemens, plus CEO, und CEO ist klein geschrieben. Schreibt man CEO nicht groß, sogar alle drei Buchstaben? Ich glaube schon, oder? Ich finde richtig schlecht in Englisch, aber ich glaube, klein geschrieben ist richtig komisch im Titel. Aber naja, ich gehe jetzt schlafen. Guck mal, ich versuche das korrekt zu halten, so. Dieser eine Typ, der da redet jetzt, der das jetzt leitet, so, redet mit mir mit sehr großem Respekt, okay? So, der beleidigt alle anderen, mich beleidigt er nicht, der redet, bei mir hat er immer einen normalen Namen, so, hat keine Beleidigung getroppt, deswegen will ich auch keine droppen, so. Ich bin ja auch ein korrekter Typ, so, ne? Einzige ist, was mich daran irgendwie auch schon stört, und es macht jetzt auch die meisten Klicks so, weil natürlich der Kollege steht und sagt, plus, das sind natürlich auch Klickfänger. Ich habe halt zwei Probleme damit. Erstens, speziell auch die Partner, die alle reingeholt werden oder gepusht werden, so, das sind 50-jährige Menschen, die vor 20 Jahren vielleicht mal irgendwie eine halbe Karriere hatten und jetzt wieder Rapper oder YouTuber werden wollen, das klappt einfach nicht so. Guck mal, Sieg Plus spielt seit 11 Jahren Champions League. Wenn wir jetzt mal abkacken und ein schlechtes Jahr haben, sogar wenn wir mal kurz vor mal Krotz stünden würden, was nicht so ist, was die auch halt überhaupt nicht bringt, das Tamm-Gelaber, dann weiß ich, wie ich die Firma wieder aufbaue. Weil die Firma spielt ja schon 12 Jahre Champions League. Wenn die Platz 1, 2, 3, 4, 5 spielt und die sinkt mal runter auf Platz 17, 18, wie es im Fußball auch ist, dann kannst du die Mannschaft wieder nach oben bringen. Wenn du aber vor 20 Jahren es nicht geschafft hast, eine Leistung zu bringen als YouTuber oder Rapper, dann wirst du es mit 50 Jahren nicht mehr schaffen. Deswegen rate ich den meisten davon ab. Das meine ich nicht mehr als böse. Das hört sich respektlos an, ist auch irgendwie ein bisschen von oben herab, aber es wird nicht mehr funktionieren. Macht irgendwie eine Pizzeria auf, eine Shisha-Bar, macht euer Ding, aber keiner, der es nicht geschafft hat, mit 25, 30 so, in diesem Alter noch durchzustarten, der wird mit über 45 keine Karriere mehr hinlegen und da ist alles Dings. Und dann wollte ich aber noch eine ganz dreckige Sache sagen. Ich hab das nicht. Ja. Schwierige Thematik. Also ich bin der Meinung, sag niemals nie. Jeder kann jederzeit was schaffen. Ich kenne viele Ältere, die im hohen Alter noch gestartet sind und auch eine Karriere hingelegt haben und quasi sich auch dumm und dämlich verdienten. Und ich war ja auch nicht der Jüngste, als ich vor 9,5 Jahren, 10 Jahren anfing mit der ganzen Scheiße. Nichtsdestotrotz, in diesen 9 Jahren, 10 Jahren habe ich sehr, sehr vieles mitgekriegt und halt, wie eben erwähnt, auch sehr viele ältere Menschen gesehen, die einfach ins Social-Media-Bereich reinkamen und da durch die Decke geschossen sind, die dann über diese Social-Media-Präsenz, die vielleicht nicht die größte war, aber groß genug, irgendwelche Produkte auf den Markt gebracht haben und sich jetzt nur noch darauf fokussieren, diese Produkte zu bewerben und zu verkaufen und ein ziemlich luxuriöses Leben dadurch führen. Ich habe alles gelesen, aber zum Teil war es sehr trickig und das muss aus dieser Ecke kommen, das finde ich sehr link und macht nicht diese Filme. Ich schwöre bei Gott, bitte macht nicht diese Filme. Ich kriege hier so ganz ekelhafte, ganz dreckige, ganz räudige DMs so mit null Followern, null Dings, gerade zwischen Twitter-Account so mit irgendwelchen ekelhaften Sachen und fast schon erpresserische Sachen so. Ich weiß ganz genau, wovon das kommt. Das ist so diese Ali Osman Bubble-mäßige Nachrichten. Und guck mal, ihr müsst euch jetzt mal überlegen. Diese ganzen Leute, diese ganze Gruppierung, Farid Bang, die Stars der Stars, die Kings der Kings, alle in einem Boot gegen drei Leute, gegen drei, ja, Ali Osman, Attila und Bösemann, der jetzt mittlerweile auch Teil des Ganzen ist. Diese ganze Bubble gegen die, aber die mit ihren ganzen Telegram-Gruppen und die ganzen Accounts und so, die da schreiben und die ganzen Faxen, die dadurch entstehen, haben so einen Druck aufgebaut, dass die Gegenseite immer mehr neue Spieler reinbringen muss ins Game, um da ein wenig, so sage ich mal, den Ausgleich hinzukriegen. Und das Krasse ist, und das hat Ali sehr, sehr gut gecheckt auf YouTube, scheißt auf jeden einzelnen Kommentar, den ihr kriegt. Scheißt auf jede einzelne Nachricht, die ihr erhaltet. Wen juckt das, was irgend so ein Schwanzlutscher da draußen euch privat schreibt oder irgendein Fake-Account unter eurem Video kommentiert? Erst wenn ihr kontinuierlich bleibt, euch von nichts runterziehen lasst, erst dann seid ihr ein stabiler YouTuber. Und je mehr ihr solche Beefs hinter euch habt, desto härter werdet ihr und euch juckt einfach gar nichts mehr. Und dann auch unter den Videos, wo manchmal negative Sachen stehen, das ist bei YouTube ganz normal, YouTube ist auch da nicht mehr besser als TikTok bei den Kommentaren. Ich nehme das gar nicht ernst, aber die dubeln sich halt schon sehr.
Das zeigt mir, die schicken deine Armada von Fake-Accounts raus. So. Leute, ihr seid 50 Jahre alt. Ich bin schon 39. Ich bin schon ein Opa. Ich bin schon kurz zur Rente. Ich will schon fast nicht mehr online gehen, weil ich ein alter Opa mit meinem grauen Bart. Ihr seid 10 Jahre älter als ich. Wie könnt ihr euch mit so einer Scheiße abgeben? Fake-Account, mal Fake-Account, da. Und diese Zinkereien in den Fake-Accounts, ich kann nicht sprechen, was da angedruckt wurde. Das ist einfach nur peinlich, Leute. Ich werde auch nur noch auf relevante Themen eingehen. Und ich werde auch nicht mehr eingehen, wenn einer von links in die Ecke kommt oder rechts in die Ecke. Ich gehe nur darauf ein, wenn die Personen, die mich ansprechen oder die ich anspreche, das direkte Duell suchen, so auf diese ekelhaften Spielchen, so mit Melden, Fake-Accounts, linke Aktionen, da bin ich raus, Leute. Damit habe ich nichts zu tun, so. Damit bin ich komplett raus aus der Bubble und mit so einer Scheiße habe ich nichts zu tun, so. Und ihr labert doch in den Kack über mich, so. Ihr kennt mich kein bisschen, so. Ihr kennt meine History, was ich alles gemacht habe. Dann informiert euch ein bisschen so im Hintergrund, wer ich bin, was ich schon gemacht habe, was ich schon geleistet habe, so. Ich bin nur ein bisschen älter geworden, aber ich bin sogar noch weiser und raffinierter geworden, weil sogar viele Tiefschläge oder so machen dich schlauer und weiser. Das ist immer so, die machen dich auch stärker und ich bin einfach älter geworden. Ich bin nicht mehr so impulsiv wie früher. Informiert euch einfach bitte. Bevor ihr redet, informiert euch, denkt nach und informiert euch. Guck mal, die ganzen Heckenpanner, diesmal sind die Psychopathen dieselben. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt frühstück Sushi und setze mich nachher in den neu gekauften Tesla, den wir vor 3 Monaten gekauft haben. Du weißt, der Bus so schlecht, wie er alle sagt, ihr Opas. So, jetzt geht man nicht auf den Sack mit euren Fake-Accounts und so. Versucht euch mal wie echte Männer zu duellieren und nicht wie kleine Kinder. Das nervt. Das ist echt tam nervig. Und alle Technologen dafür, dass ich gerade diesen Scheiß reinziehen muss und dazu die Nachrichten lesen muss, Bällchen. Und alle Heckenpenner und Junkies und Versager, ich hab das jetzt erfahren, auch da oben rum telefoniert. Ich sollte alles über Telegram gucken und dass sie so zugeschissen werden mit Kommentaren. Irgendwas schreibt mit Bankrott und dies und das. Ihr Heckenpenner, so ein Frühstück könnt ihr nicht mehr leisten. Sterbt in ihrem Ort. Geht alle Fahrrad fahren. Ja, Freunde, so viel zu Beef, wo sich jetzt auch Matthias Clemens mit eingemischt hat. Ganz, ganz eklig ist das Ganze geworden. Und noch last but not least, ein kurzer Clip von Kurt Ibo, wie er uns eine Geschichte aus seiner Vergangenheit erzählt. Ich war Knarre, SS 500. Ich hatte die neuen S-Klassen. Auf Jagd. Ich war auf Jagd. Egal wer du bist, egal wo du bist, wo groß du bist. Ich war nur auf Berlin ein Jahr nur auf Jagd. Wenn ich dir erzähle, wie viele Fälle ich in Berlin erledigt habe, wirst du gar nicht wissen. Ich war nur auf Auftrag. Aber. Ja, Ibo, guck mal. Bitte lass deine Filme. Manche Leute glauben dir, Bruder. Was zum Filme? Ich meine das ernst. Was meinst du ernst? Was du machst. Du meinst das jetzt ernst? Was die Menschen nicht klären können, die rufen mich an, ich kläre. Auf meine Art und Weise. Ich habe, guck mal. Ich habe noch nicht mal so gemacht. Ja. Was redest du? Ich habe immer, wenn ich, weißt du, wie ich gemacht habe vor dir? Meine Schuhe hinten? Tak, tak. Geh im Film. Habibi. Ja, das musste sein zum Abschluss. Ein bisschen Geschichte, ein bisschen geile Stories aus dem Paul-Lader-Garten. Ein Spaß. Natürlich hat er das alles genauso erlebt. Kurt Ibo würde nicht lügen. Ja, Freunde, das war's zu unserem heutigen Video. Ich hoffe, wir sehen uns im morgigen wieder. Passt auf euch auf. Bis dann und ciao!